Mit welcher Berliner Fußballmannschaft fiebern Sie mit? Hertha oder Union? Mit beiden. Das ist wirklich so. Beide machen richtig Spaß. Chris Durkin oder Frank Castorf? Na, für die Zukunft natürlich Chris Durkin, aber Frank Castorfs Verdienste bleiben unbestritten. Currywurst oder Döner? Currywurst. Ich bin ein großer Wurstfan. Karneval der Kulturen oder Berliner Philharmoniker? Kein Widerspruch, sondern toll, dass wir beides haben. Udo Lindenberg oder die Ärzte? Die Ärzte etwas mehr, weil ich sie durch meinen Sohn besser kennengelernt habe. Der hatte eine Zeit lang eine große Ärztephase und da habe ich viel mitgesungen. Wer wird der SPD-Kanzlerkandidat? Sigmar Gabriel oder Sigmar Gabriel? Die Frage ist damit beantwortet. Zoologischer Garten oder Tierpark? Der Zoologische Garten ist der Zoo, den ich mehr erlebt habe als Kind und mit meinen Kindern. Aber ich war einmal, kann ich nur allen den Tipp geben, Silvester. Direkt Silvester, 15 Uhr im Tierpark. Es war großartig. Wir waren ganz alleine da. Eine irre Stimmung. Toll. Kann ich nur jedem empfehlen. Nebel und man hört die Tiere nur. Großartig. Neukölln oder Charlottenburg? Beides sind tolle Kieze, tolle, und wie Neukölln sich entwickelt hat, der Bereich vor allen Dingen rund ums Tempelhofer Feld da auch eine tolle Entwicklung und eine großartige Bürgermeisterin, also genauso wie Charlottenburg, fühle mich in beiden sehr wohl. Fahrrad oder U-Bahn? Mit dem Fahrrad bin ich, wenn ich privat unterwegs bin, dann noch mehr unterwegs. Ansonsten bin ich ja viel mit dem Dienstwagen unterwegs, aber wenn das nicht der Fall ist, dann mehr mit dem Fahrrad. Was eröffnet eher? Hamburger Elbphilharmonie oder Flughafen BER? Na, werden wir mal sehen. Die Hamburger sind ja der Meinung, sie liegen vorne. Warten wir es mal ab. Wird vielleicht ein Kopf an Kopf rennen. Mit welchem Berliner Fußballverein fiebern Sie mit? Hertha oder Union? Dem 1. FC Union. Currywurst oder Döner? Currywurst. Karneval der Kulturen oder Berliner Philharmoniker? Oh, das ist schwer, das hängt vom Wetter ab. Bei schlechtem Wetter dann gerne Philharmoniker, aber ansonsten auch sehr gerne Karneval der Kulturen. Horst Seehofer oder Angela Merkel? das sind ja einfache Fragen, Angela Merkel. Schlachtensee oder Prinzenbad? Auch eine schwierige Frage. Das hat ein bisschen was mit der Familie und den Kindern zu tun. Die Rutschen sind, glaube ich, im Prinzenbad besser, aber ich bin da schon Ewigkeiten nicht mehr gewesen, aber die Frage entscheiden ja nicht die Männer zu Hause, sondern die Kinder und die Frauen, also deswegen würde ich sagen eher Prinzenbad. Udo Lindenberg oder die Ärzte? Die Ärzte. Chris Durkin oder Frank Castorf? Oh, diese Frage kann ich Ihnen so nicht beantworten, die ist zu kompliziert. Neukölln oder Charlottenburg? Kreuzköln. Das, glaube ich, ist ein wirklicher Aufstiegsstadtteil, in dem es momentan Spaß macht zu leben. Aber man braucht das auch nicht immer. Ich bin ja Stadtrandpolitiker. Ich weiß, sollte nur in einem Satz antworten. Aber wenn Sie fragen, dann lieber Stadtrand oder Innenstadt, tagsüber gerne Stadtrand, aber zum Ausruhen, tagsüber gerne Innenstadt, aber zum Ausruhen dann doch lieber an den Stadtrand. Fahrrad oder U-Bahn? Beides. Flughafen Tegel, weiterhin Flughafen oder Freifläche? Standort für neue Technologien, für die Ansiedlung der Technischen Universität und eine gleiche Erfolgsgeschichte wie Adlershof, wenn der BER endlich eröffnet. Die erste Frage, welches Fortbewegungsmittel würden Sie bevorzugen? Fahrrad oder U-Bahn? Im Sommer das Fahrrad, definitiv. Hertha oder Union? Ach. Ich stehe ja mehr auf Wasserballett. Cem Özdemir oder Anton Hofreiter? Ich schätze sie beide und ich bin froh, dass nicht ich die Entscheidung fällen muss, sondern dass es am Ende die grüne Basis tun wird. Chris Durkin oder Frank Castorf? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich hoffe, dass die Volksbühne die Volksbühne bleibt. Aber ich glaube, dass auch Chancen in so einem Neubeginn liegen. Currywurst oder Döner? Am liebsten Falafel. Spree oder Elbe? Naja, ist ja wohl klar, die Spree.
Womit können Sie sich am ehesten identifizieren? Fahrrad oder U-Bahn? U-Bahn. Hertha oder Union? Union. Sarah Wagenknecht oder Dietmar Bartsch? Ich find dieses Duo eigentlich als Duo nicht schlecht. Und dann muss man sich auch nicht entscheiden, beide haben Stärken und Schwächen. Chris Durkin oder Frank Castorf? Frank Castorf. Currywurst oder Döner? Vegetarisch das eine oder das andere? Gibt es beides. Okay. Schwalbe oder Vespa? Schwalbe. Udo Lindenberg oder die Ärzte? Die Ärzte. Prinzenbad oder Schlachtensee? Prinzenbad. Neukölln oder Charlottenburg? Neukölln. Tempelhofer Feld, Freifläche oder Wohngebiet? Freifläche. Gut. Welchen Fußballverein präferieren Sie? Hertha oder Union? Kein von beiden, weil ich beide gerne sehe. Fahrrad oder U-Bahn? U-Bahn und Fahrrad. Currywurst oder Döner? Döner und Currywurst. Beides ist gut. Petri oder Gauland? Die AfD. Chris Durkin oder Frank Castorf? Wer? Chris? Chris Durkin oder Frank Castorf? Wer ist Chris Durkin? Wedding oder Schöneberg? Schöneberg ist schön, Wedding ist interessant. Flughafen Tegel, Freifläche oder weiterhin Flughafen? Weiter Betrieb als Regional- und als Regierungsflughafen mit eingeschränktem Passagierbetrieb. Zu welcher Berliner Fußballmannschaft würden Sie eher applaudieren? Hertha oder Union? Hertha. Fahrrad oder U-Bahn? Beides kombiniert. Rotes Rathaus oder Bundestag? Berliner Abgeordnetenhaus. Currywurst oder Döner? Currywurst. Chris Durkin oder Frank Castorf? Gute Frage, geht beides. Seehofer oder Merkel? Christian Lindner. Udo Lindenberg oder die Ärzte? Ist gefühlsabhängig. Prinzenbad oder Schlachtensee? Ist standortabhängig. Neukölln oder Charlottenburg? Eine wirklich gute Frage. Also Berlin lebt ja von seinen Kids und die sind so unterschiedlich. Ich mag beide. Ich mag diese Stadt einfach und bin auch gerne in Treptow-Köpenick oder Marzahn-Hellersdorf oder in Mitte. Das liebe ich so an Berlin, dass diese Stadt so vielseitig ist. Abschließend Tempelhofer Feld, Freifläche oder Wohnraum? Das ist eine Frage, womit man sich langfristig beschäftigen muss. Derzeit gibt es allerdings einen Volksentscheid, der sich dazu positioniert hat. Und da ich selber einen Volksentscheid gerade auf den Weg bringe für die Offenhaltung des Flughafens Tegels, sollte man Volksentscheide auch akzeptieren.